Es freut mich sehr, hier bei Ihnen heute sein zu dürfen und etwas über Demokratie und wie Bots und Algorithmen Demokratie machen erzählen zu können. Vielleicht zwei Dinge zur Einleitung. Ich hatte das Vergnügen, 2008 in den USA leben zu dürfen, als ein Senator aus Illinois Wahlen gemacht hat. Und zwar habe ich in Pennsylvania gewohnt. Das ist ein Swing State für diejenigen unter Ihnen, die die amerikanische Geografie und deren Wahlvorgehen vielleicht nicht präsent haben, und habe ein Haus gemietet von einem Registered Independent. Das heißt, jemand, der offiziell deklariert, ich bin unentschieden. Und wir hatten zwei Arten von Leuten, die bei uns an der Türe geklingelt haben. Die einen, die haben uns Standardplattitüden erzählt, von weshalb wir den Kandidaten wählen sollen. Und die anderen sind zu uns gekommen und haben systematische Argumente geliefert. Und irgendwann mal haben wir realisiert, diese Argumente passen zu 100%ig auf unseren Vermieter und auf unsere Vermieterin. Und Sie wissen genau, von welchen Kandidaten ich hier spreche. Die Obama-Campaign hat systematisch auf Canvassing gelegt. Die hatten eine App, wo man sagen konnte, ich habe jetzt eine halbe Stunde, und dann hieß es, geh an die Tür, hier ist das Argumentarium. Also das hat uns nicht der jetzige amerikanische Präsident eingebrockt, sondern das ist etwas, das ist schon ein paar Jahre alt. Diese Art von Kampagnenführung gab es schon damals. Jetzt, Matthias Stürmer hat mich gebeten, Ihnen das Wie Bots und Algorithmen Demokratie machen näher zu bringen. Das ist etwa eine zweisemestrige Vorlesung, die ich jetzt auf 10 Minuten runterkomprimiere. Schnallen Sie sich an, ich versuche Ihnen das zu machen. Also, das ist ein wunderschönes Bild unserer direkten Demokratie, und da ganz klein sehen Sie Zutritt nur für Stimmberechtigte. Das ist das, worauf unser System basiert, und wenn Sie diese neuesten News haben, dann müssen wir uns wirklich fragen, sind heute nur noch die Stimmberechtigten zutrittsfähig, oder? Wir haben hier Wired, oder? Etwa 50-55% der Clinton-Tweets, Likes, Follows und Retweets sind von Bots. Das ist typisch für High-Profile Public Figures. Trumps Automated Twitter Activity, also Trumps automatisierte Twitter Activity, ist jedoch 80%, oder? Das ist das eine Thema. Also wir müssen uns wirklich fragen, in dieser Diskussion sind schon lange nicht nur Menschen involviert und Stimmberechtigte. Das zweite Thema, was uns beschäftigen sollte, ist das hier, oder? Das sind Diskussionsforen, und die sind jetzt nach politischer Einstellung eingefärbt. Das ist natürlich wieder etwas aus den USA, tut mir leid. Ich bin aber überzeugt, wir könnten wahrscheinlich in der Schweiz bald auch ähnliche Dinge machen. Und das sind sozusagen die Beziehungen zueinander und was die so lesen und wie die aufeinander reagieren. Und es ist nicht schwer vorherzusagen, wer mit wem diskutiert. Also es ist gar kein Wunder, dass diejenigen Leute in diesem Kreis hier keine Ahnung haben, was die meinen und vice versa. Und ich möchte ganz kurz Ihnen auch erklären, wie das hier funktioniert und wie man das bekämpfen kann. Und zu guter Letzt möchte ich noch auf die Macht der Menschen eingehen und Ihnen kurz erzählen, wie man mit vielen, vielen Menschen diese Probleme unter Umständen angehen kann. Und das Ganze in 10 Minuten. Also, lassen wir los. Twitter und Twitter-Aktivitäten. Wie baut man einen Twitter-Bot? Also, jetzt kommt ein kleines Stück Theorie, und das werde ich wieder und wieder verwenden, weil derjenige, der uns das alles eingebrockt hat, ist dieser Herr da drüben, das ist Thomas Bayes, ein englischer Pfarrer, der hat gelebt 1702 bis 1761, und er hat uns diese Formel hier beschert. Ja, ich habe den Leuten an dem Tisch gesagt, wird nachher eine Prüfung. Die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt, wenn B eingetroffen ist, ist gleich die Wahrscheinlichkeit, dass B eintritt, wenn A eingetroffen ist, mal die Wahrscheinlichkeit von A geteilt durch die Wahrscheinlichkeit von B. Okay, ist ganz klar, oder? Also, jetzt gebe ich Ihnen ein praktisches Beispiel. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie etwas retweeten sollen angesichts des Texts, das im Tweet steht, ist gleich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tweet ein gewisser Text hat, angesichts dessen, dass Sie ihn geretweetet haben, mal die Wahrscheinlichkeit, dass Sie irgendetwas retweeten, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tweet einen gewissen Text hat. Okay. Was bedeutet jetzt das? Ich möchte, dass Sie jetzt zwei Dinge hier mitnehmen, weil die werden wir wieder und wieder verwenden. Das eine ist, diese Wahrscheinlichkeit hier ist Ihre Entscheidung. Oder Sie müssen sich entscheiden, drücke ich jetzt das Retweet oder nicht.
Aber das ist etwas, was Sie nur sehr schwer entscheiden können, weil Sie müssen dann den Tweet lesen und das ist ja mühsam, oder? Da muss man den Tweet zuerst lesen, muss ihn verstehen und dann kann man sich entscheiden, ob man ihn retweeten soll oder nicht. Das ist mühsam und das ist schwer zu beobachten. Was aber einfach zu beobachten ist, ist das Umgekehrte. Nämlich, ich kann nämlich sehen, was Sie retweeten und kann aufgrund dessen entscheiden, wie die Tweets aussehen, die Sie retweeten. Und das ist der ganze Trick, der in dieser Formel steckt. Sie drehen die Wahrscheinlichkeit um. Also nicht, was ist A gegeben B, sondern was ist B gegeben A. Weil das beobachten Sie die ganze Zeit und überall. Ich kann einfach nur irgendeinem von Ihnen, ich kann Adrian Fichters Twitter-Account anschauen und schauen, was sie retweetet. Und dann sehe ich, dass die, was für Texte retweetet sie. Und aufgrund von dem kann ich einen Bot bauen, der entscheidet, Adrian Fichter-Bot, oder? Wie sie retweeten soll, oder? Er schaut sich dann die Texte an. Und das ist das, was diese ganze KI-Revolution macht. Es sind verschiedene Arten und Weisen, wie man das hier abschätzt. Schleuer, dümmer. Häufig funktioniert dumm sehr gut. Wenn es Schleuer sein muss, nennen wir das dann irgendwann mal noch Deep Learning und verwenden neuronale Netzwerke. Aber das ist der Grund. Das ist das, was dem allen zugrunde ist. Okay? Das müssen Sie sich merken. Das heißt, wenn Sie einen Twitter-Bot schreiben, dann müssen Sie nur das hier anschauen und das können Sie relativ einfach anschauen. Jetzt Twitter-Bots sind mühsam, oder? Das sind 80%, aber ich kann natürlich das Umgekehrte machen. Wie wird man Bots los? Indem dass man sie identifiziert, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Bot haben, aufgrund der Aktivität, ist jetzt nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine gewisse Aktivität beobachten, wenn sie wissen, dass es ein Bot ist. Okay, und was für Aktivitäten schaut man da so an? Wie häufig reagiert jemand? Was hat die Person für ein soziales Netzwerk? Macht auch eine Sentimentanalyse, ist das jemand, der vor allem ärgerlich ist oder jemand, der entspannt ist, der viele Inhalte hat, hat sie viele Freunde oder nicht, was sind das für Freunde, etc., etc., pp. Und einfach um Ihnen zu zeigen, das hat tatsächlich jemand gebaut, Sie können sich bei Bot or Not einklinken, können da einen Twitter-Handle eingeben und dann kommt dann zum Beispiel Folgendes raus, oder Justin is my world, Das ist dieser Twitter, oder? Und das ist mit 71% Wahrscheinlichkeit ein Bot. Das ist tatsächlich ein Bot. Und was dafür spricht, dass er ein Bot ist oder das Ding hier ein Bot ist, sind die Benutzer, die Art und Weise, wie die Benutzer das anschauen, die Inhalte, die zeitliche Abfolge, wie schnell das die Person, der Bot reagiert, das Gefühl, dass er die Sentimente, die es vermittelt, das Netzwerk. Und das Einzige, was darauf hinweist, dass es vielleicht kein Bot ist, sind die Freunde, die dieses Ding hat. Edith, du entschuldigst mir, aber du bist kein Bot oder zumindest dein Account ist zu 39% kein Bot. Und was heißt darauf hin? Die Benutzer, die Art und Weise, wie Edith ihre Einstellung vermittelt, das Sentiment, das Netzwerk etc. Und das ist jetzt Base in Reinkultur. Ich habe dann noch @POTUS eingegeben, oder President of the United States. Ich habe keine Antwort gekriegt. Ich überlasse das jetzt Ihnen zu deuten, was das bedeutet. Ich werde jetzt aufgenommen, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Oder? Und jetzt nur, um das etwas anzuschauen. Oder? Man sieht hier zum Beispiel, dass Edith viele Nomen hat in ihren Tags etc. etc. und kann das analysieren und davor können Sie entscheiden, ob jetzt Edith einen Bot verwendet oder nicht. Also, Sie können das auch dazu verwenden, um diese Bots anzugehen. Okay, also dieses Thema haben wir gesehen. Sie sind jetzt alle Bot-Spezialisten und können diese bauen bzw. die Anti-Bots bauen. Das Erste, was ich wollte, was Sie mitnehmen. Jetzt gehen wir zum Zweiten. Was ist der Ursprung dieses Problems und wie gehen wir mit diesem Problem um? Und anstatt dass ich mich hier jetzt in die Brennnesseln irgendeiner politischen Diskussion setze, gehe ich etwas Einfaches ein, ich gehe auf die Empfehlungen ein, im Wesentlichen geht es um diese Arten von Empfehlungen. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Ihnen etwas empfehlen soll aufgrund Ihrer Aktivität? Ist meistens, was ist die Wahrscheinlichkeit, was ich Ihnen empfehlen soll, aufgrund der Präferenzen, die ich bei Ihnen beobachten kann. Und jetzt können Sie das wieder umdrehen, die Wahrscheinlichkeit, aber das lassen wir jetzt sein. Sie haben ja noch kein Abendessen gehabt, sondern nur eine Vorspeise. Also, wenn Sie jetzt interessiert sind an der Digitalisierung, haben Sie sicherlich dieses Buch, zumindest schon einmal davon gehört, von Eric Bonjolfsson und Andrew McAfee, The Second Machine Age. Und wenn Sie dieses Buch haben, oder, und dieses Buch angeschaut haben, dann kriegen Sie dann solche Empfehlungen hier, wie der Aufstieg der Roboter und die vierte Industrie und das Silicon Valley, etc., etc., etc. Irgendwann wird es langweilig, oder?
Aber das ist genau das, was wir in dieser Wolke sehen. Und was können wir jetzt dagegen machen? Ist, dass wir eben nicht nur eine Empfehlung abgeben aufgrund ihrer beobachtenden Präferenzen, weil sonst, jetzt lande ich bei Teenagern, oder? Wenn sie die Hunger Games gern haben, kriegen sie noch Divergent und die 5000 anderen Filmen, die sozusagen Ableitungen davon sind, sondern sie möchten hier auch noch gerne Diversität sehen und das allenfalls noch richtig schreiben. Oder? Also wenn Sie Diversität haben wollen, dann empfehle ich Ihnen vielleicht No Country for Old Men. Das gibt Ihnen sicher Diversität, nachdem Sie Divergent etc. gehabt haben. Und dann sagen Sie vielleicht, das finden Sie nicht so gut, das empfinden Sie als störend. Und das heißt, Sie möchten diese Empfehlung noch gewichten, nachdem stört es Sie oder nicht. Ist das etwas, was ich nicht akzeptabel finde? Und wenn Sie das auch noch nehmen, dann kriegen Sie vielleicht Hidden Figures. Und das ist ein sehr spannender Film, falls Sie ihn nicht gesehen haben, sehr interessant. Und das ist sozusagen eine Empfehlung, die sowohl divers ist gegenüber dem hier und von wenigen Leuten als irgendwie störend empfinden. Also Sie erfüllen sozusagen all diese Kriterien und die können Sie jetzt gewichten und können jetzt eine diverse Empfehlung abgeben. Und genau solche Dinge versuchen wir heute zu machen, dass wir Systeme bauen, die zum Beispiel Leute Tweets empfehlen, die sie sonst nicht anschauen würden, also Diversität geben und sie aber auch nicht als störend empfinden. Wenn sie als störend empfinden, wäre das Erste, was sie machen würden, ist, sie würden mir nicht mehr followen, oder? Also mit diesem Bot, der ihnen diese Diversität gibt. Also sie müssen hier verschiedene Aktivitäten einnehmen. Okay, Matthias schaut sicher schon auf die Uhr. Jetzt kommen wir aufs Letzte. Wo ist er? Da weiß ich, ob er auf die Uhr schaut. Ja, ich bin noch drin. Was können wir jetzt sonst noch machen? Das Nächste, was wir machen können mit diesem Netz und mit dieser, ich sage jetzt mal, digitalen Demokratie, ist, wir können auch mit sehr viel mehr Leuten ins direkte Gespräch kommen. Und es gibt viele, die entwickeln jetzt solche Systeme, wo man mit Leuten gewisse Themen anschauen kann und diese verschiedenen Themen, dann die Argumente, die dafür sprechen und die dagegen sprechen, diskutieren kann und solche Argumentnetzwerke aufbauen kann. Also da haben Sie irgendeine Frage, da haben Sie irgendwelche Antworten darauf, Sie haben unterstützende Argumente und ablehnende Argumente etc. etc. Ich wollte Ihnen jetzt eigentlich hier eine Argument Map zur Einwanderung und zum Brexit zeigen, habe aber keine Zeit, das zu machen. Deshalb zeige ich Ihnen etwas ganz, ganz Einfaches. Dieses Tool hier heißt All Our Ideas. Und das versucht nicht, die Argumente anzuschauen, sondern es versucht eigentlich etwas ganz Einfaches. Sie haben eine Frage. Which do you think is a better idea for creating a greener, greater New York? Das wurde übrigens gesagt, bevor unser guter jetziger Präsident America Great Again machen wollte. Also da gab es tatsächlich eine Umfrage. Geben Sie mir Argumente dafür oder geben Sie mir Ideen, wie ich New York City grüner machen kann. Das System funktioniert wie folgt. Sie kriegen jedes Mal zwei Vorschläge und Sie können sagen, welches das bessere ist. Revise green roof tracks, abatements to promote gardens on green roofs. Also Sie nehmen irgendeinen steuerlichen Anreiz, dass die Leute ihre Dächer grün machen. Oder hier, was haben wir hier? Increase safety on all bike lanes, protected lanes. Also Sie möchten gerne mehr Velowege haben. Und was ist jetzt besser? Okay. Und Sie sehen hier, Sie haben hier schon 23.000 Votes auf 269 Ideen. Und zusätzlich davon können Sie noch eine eigene Idee hinzufügen. Also Sie machen nur zwei Dinge. Sie vergleichen Ideen und Sie sagen, Sie fügen zusätzliche Ideen hinzu. Das hat also New York City durchgeführt und am Ende sah das in etwa so aus. Ich weiß, das können Sie nicht lesen, tut mir leid, deshalb lese ich Ihnen vor, oder? Das erste ist, keep New York City drinking water clean by banning fracking New York City watersheds. Okay, das geht zum Fracking. Man sollte kein Fracking machen. Ich überlasse es Ihrer politischen Überzeugung, ob das eine gute Idee ist oder eine schlechte Idee. Das zweite, invest in multiple modes of transportation and provide both improved infrastructure and improved safety. Oder? Man sollte diversifizieren im Transportbereich. Das ist auch logisch. Macht man, jeder, der in New York City schon Commuting gemacht hat, macht es. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Und der dritte Punkt ist etwas, was nicht schon zu Beginn im System war. Aber das hat New York eingeführt. Okay? Put ships into electricity grid, so they don't idle in port. Reducing emissions equivalent to 12,000 cars per ship. Okay. Also, was ist das Problem? Sie haben diese Hochseedampfer, die legen in New York an. Und währenddem sie angelegt sind, müssen sie auch Strom machen und die Hochseedampfer verbrennen das sauberste Öl, das sie sich nur vorstellen können, mit den absolut saubersten Methoden. Nicht,
weil auf der Hochsee das niemand kontrolliert, oder? Also verbrennen Sie das auch, wenn Sie in New York sind. Und der beste Weg, die Ausstöße herunterzubringen, ist, denen einfach einen Stromanschluss anzubieten. Das hat New York City nicht gewusst vorher und hat es sofort eingeführt, Stromanschlüsse für Schiffe. Also Sie sehen hier, ich konnte Ihnen nicht die Einwanderungsdebatte darstellen, da bräuchten wir den ganzen Abend, aber ich konnte Ihnen zeigen, wie Sie mit großen Mengen von Menschen auf erstaunliche Ideen kommen, die Ihnen erstaunliche Dinge bieten, und da ist das New York City Stadtparlament nicht drauf gekommen, oder? Gut, ich bin schon am Ende, ich habe 10 Minuten, ich muss aufhören. Ich wollte Ihnen 3 Dinge näher bringen. Erstens, das ist keine Zauberei, es ist nur Thomas Bayes. Bots beteiligen sich am Diskurs, ob sie es wollen oder nicht. Und sie sind Dinge, die man bauen kann und Dinge, die man einfach bauen kann. Es gibt einfache Bot-Toolkits und wenn Sie die einträglichen Heftchen lesen, kriegen Sie dort ganze Bot-Tools, wo Sie einfach sagen können, ich möchte das und das retwittern etc. Und dann generiert das Ihnen Ihr Twitter-Bot, oder? Das ist nicht etwas Schweres. That's something easy to do. Aber genauso können Sie den Anti-Bot-Bot bauen, der Ihnen die Bots findet. Und jetzt findet das Räuber- und Polly-Spiel statt, oder? Das kennen Sie. Das Zweite ist, der Filterbubble basiert auch darauf, dass wir den Leuten das geben wollen, was sie schon haben. Weil dann gewinne ich, oder? Dann bleiben sie nämlich bei mir. Und wir sollten uns überlegen, ob das das richtige Maß ist oder ob wir ihnen Diversität bieten sollten, weil das führt zu keinem Konsens, oder? Und zu guter Letzt, vergessen Sie es nicht, dass eine der besten Intelligenzen, die wir haben, zwischen den Ohren liegt. Und zwar vor allem, wenn wir viele, viele, viele Leute haben können. Und wenn wir diese Leute einbinden können, kommen wir auf erstaunliche Resultate. Wir haben Experimente gemacht, mit Hunderten von Leuten über Biofuels zu reden und die Vor- und Nachteile. Das haben wir in Italien gemacht. Da kriegt man erstaunliche Resultate. Es gibt Leute, die versuchen, das systematisch zu machen auf verschiedenen Themen. Ja, ich bin damit am Ende. Das sind genau Themen, die wir unter anderem in Zürich anschauen mit unserer Digital Society Initiative. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige Denkanstöße geben und bin nachher auf dem Panel für Fragen, stehe ich zur Verfügung. Herzlichen Dank.